Herzlich willkommen zu einem Sonderinterview von Free21, diesmal mit dem stellvertretenden Chefredakteur Tobias Augenbraun, der neben mir zu sehen ist, und mir. Und Tobias hat mich hingewiesen, weil wir das Transkript des berühmten Taurus-Gesprächs der vier deutschen Offiziere, wie das genannt wurde, sind ja immerhin zwei Generäle und zwei Oberstleutnante. Also das Offiziere ist ein bisschen tief gestapelt, mit Absicht in der Bedeutung. Also wir haben hier ein Gespräch der Luftwaffenführung und was, glaube ich, alle übersehen haben, darüber werden wir uns unterhalten. Das ist ein ziemliche, also im Englischen sagt man Bombshell. Also im Deutschen fällt mir jetzt nur ein Begriff ein, den mein Vater verwendet hat, Knüller. Der ist ungefähr wahrscheinlich 80 Jahre alt, dieser Begriff. Aber es ist extrem interessant, weil alle haben es übersehen und Sie werden es jetzt bei Free21 hören. Fangen wir aber erstmal mit ein paar Tatsachen an. Also, Tobias, du hattest dich beschäftigt mit Taurus. Also, das heißt, von was reden wir eigentlich bei diesem Flugkörper? Was ist daran so besonders? Genau, also wir haben den Taurus-Flugkörper, der jetzt auch an die Ukraine ausgeliefert werden soll. Und Taurus ist ein System, was einen eigenen Antrieb hat und unter dem Radar beziehungsweise unterm Radar fliegen kann, beziehungsweise Systeme umfliegen kann und hat etwa eine Reichweite von über 500 Kilometern. Ja, also wie gesagt, es hat eine Sprengladung von 480 Kilogramm. Der Taurus an sich ist 1400 Kilogramm schwer und kann, wie gesagt, bisher nicht aufgehalten werden. Also sagen wir mal, das Besondere daran ist, es ist auf der einen Seite Stealth, also das heißt, es fliegt extrem tief, hat ein eigenes Düsentriebwerk und die Reichweite ist eigentlich das Entscheidende. Über 500 Kilometer wird immer angegeben, jetzt mit 500, sind aber über 500. Und das bedeutet, und das ist der entscheidende Faktor, dass Moskau von der Nordgrenze aus erreichbar ist. Das Gerät wird ja abgeschossen von einem Flugzeug. In dem Gespräch wurde von der Sukhoi 24 geredet, also ein Schwenkflügelbomber, der noch in der Sowjetzeit entwickelt worden ist und auf Anforderungen auch immer noch gebaut wird. So, also eines der Arbeitspferde, sage ich mal, der russischen Luftwaffe jetzt. Und das ist das Besondere. Das heißt, damit rückt man mit diesem Flugkörper, rückt man Russland und die russische Hauptstadt und verschiedene andere Objekte, also innerhalb Russlands in den Zielbereich der Ukraine. Kiesewetter, unser großer Kriegsminister, nenne ich ihn jetzt mal in Deutschland, in Spee, hat ja davon gesprochen, dass man zum Beispiel Kommandozentralen, Ministerien, also alles Mögliche und Munitionslager damit in die Luft jagen kann. Und genau dafür ist Taurus auch geeignet. Da kann man Flugplätze. Man kann Brücken und er hat so einen merkwürdigen Sprengkopf, dass er erst, wenn er einschlägt, sozusagen die Erde wegpustet, damit man dann an gehärtete, also an Bunkeranlagen und sowas rankommt. Also das heißt erstmal den Dreck weg und dann die Sprengladung da drauf. Das heißt, es ist eine neue Bedrohung von Seiten der Ukraine, Klammer auf, des Westens, weil diese ganzen Geräte, wie wir auch in dem Gespräch gehört haben, zum Beispiel die Patriots, das habe ich auch aus Gesprächen, dass die Russen das wissen. Das sind keine ukrainischen Soldaten, die diese Geräte bedienen. Das sind westliche Soldaten. Das gilt auch im weiteren Umfang für HIMARS. Also da laufen sowohl westliche Truppen in ukrainischen Uniformen rum, zum Beispiel Polen und Briten. Davon ist geredet worden. In diesem Gespräch wird von Amerikanern, also dass da Amerikaner auch unterwegs sind. Amerikaner in Zivilklamotten In vielleicht. Zivilklamotten. Also es ist ein, es ist nicht nur diese Söldner, von denen wir gehört haben, sondern es ist eine direkte Beteiligung mit Soldaten an diesen Einsätzen. Alles, was in dem Bereich Aufklärung, Geheimdienstaufklärung, Zieldatenerfassung und so weiter fällt sowieso. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit vom Westen. Also Thomas Röper sagte mir, dass für die Russen klar ist, dass sie es mit einem Proxykrieg der NATO gegen Russland zu tun haben. Also all das, was wir sind langsam in diese Situation reingerutscht. Und du hattest gesagt,
Taurus, die jetzt geliefert werden soll an die Ukraine. Das ist das, die Diskussion. Aber ich erinnere daran, dass im Januar 2024 der Bundestag die Lieferung negativ beschieden hat und im Februar 2024 der Kanzler Scholz sich dazu geäußert hat und das auch gesagt hat, kommt nicht in Frage. Und Klammer auf, Begründung, ich weiß gar nicht, ob die offiziell oder inoffiziell, er möchte nicht in den Krieg reingezogen werden. Ja, das ist genau. So, und jetzt kommen wir dazu, vielleicht erzählst du das, wo ist diese Passage, die eigentlich von allen bisher übersehen worden ist? Ja, also häufig ist es so, dass erst ab Minute 5:46 angefangen wird, wo General Gerhard in das Gespräch einsteigt und dann über die Pläne mit Taurus gesprochen wird, also wie die überhaupt eingesetzt werden können. Und in diesem Vorgeplänkel quasi zwischen General Gräfe und Oberstleutnant Fenske, ja, wird gesprochen darüber, dass der General gerade in Singapur ist und dass er es da ganz schön hat. Und ja, dann kommt es zu dem Gespräch, was häufig übersehen wurde. Und zwar geht es da um, sagt hier Gräfe, dass er auf dieser Veranstaltung in Singapur einen wenn gewissen... Ich glaube, wir gehen noch mal rein. Wir reden jetzt darüber, als wenn die alle gut bekannt sind. Also wir sollten sagen, Gerhards ist ich der... Ich kann noch mal sagen, wer dabei war überhaupt genau. In diesem Gespräch. Und das ist einmal, ist das der Generalleutnant Ingo Gerhards, der ist der Inspekteur der Luftwaffe und ist damit der oberste Soldat der Luftwaffe und auch einer der zweithöchsten Soldaten der Bundeswehr. Von gibt es ja mehrere. dann war dabei der Brigadegeneral Frank Gräfe, über den ich jetzt gerade auch gesprochen habe. Der ist Abteilungsleiter für Einsätze und Übungen im Kommando Luftwaffe in Berlin. Und die haben gesprochen mit ihren sogenannten Experten, den Oberstleutnant Udo Fenske und den Oberstleutnant Sebastian Florstedt. Genau, das waren die Teilnehmer an dem Gespräch. Und wir reden jetzt von der Passage, also meistens ist berichtet worden, das können wir kurz zusammenfassen, weil das haben viele Leute mitgekriegt, als Gräfe dabei ist und dann geht es darum, dass man Gerhards den, dabei ist. Gerhards dabei ist, also als der Höchste, der wird später dazugeholt, ab ungefähr Minute 5:30, sowas kommt er dazu. Und wir reden über die Passage vorher. Also Florstedt, der Oberstleutnant ist, und Gräfe, also von dem du gerade sagtest, dass er da in der Einsatzplanung in Berlin sitzt. Und Florstedt, was wissen wir von dem, was er macht? Also er ist vor allem, glaube ich, in der Ausbildung von Soldaten. Er hat ein Buch geschrieben, zum Beispiel über die elektronische Cockpit, über elektronisches Cockpit in den Fliegern und über die Ausbildung, worüber er auch zu einem Doktortitel gekommen ist. Da hat er einen Doktor bekommen, er ist aber in der fliegenden Einheit, er scheint, also wird beschrieben in dem Buchtitel, als dass er weiterhin bei einem Tornado in der fliegenden Einheit eingesetzt ist und das hieß, er wäre Waffensystemleitoffizier, also der Mann hinter dem Pilot im Cockpit, der für die ganze Waffenausbringung zuständig ist. Und worüber er geschrieben hat, ist, dass die modernen Cockpits, anders als die früheren Rundinstrumente, also als sozusagen sich Zeiger bewegt haben, sind die anders und die Informationsmenge ist sehr hoch und kann verwirrend werden. Und damit hat er sich beschäftigt, da hat er einen Doktor gemacht. Aber er ist in einer Kampfeinheit der Luftwaffe, also Tornado, fliegt er. Das sind, und er redet, wir haben auf der anderen Seite, haben wir also diesen Mann, der das in der Missionsplanung ist für die Bundeswehr und diesen Spezialisten. Und die reden jetzt, und jetzt wird es interessant, man liest das und rede, dass sie sich und getroffen haben mit Schneider und Wilsbach. Und dann denkt man, wegen der Namen, ja, die Namen sind sehr deutsch, man denkt, dass es sich auch irgendwie um Luftwaffenoffiziere handelt. Er ist dort ja, also das heißt, Gräfe ist das, glaube ich, der in Singapur ist, ne? Ist richtig? Richtig, ja. Gräfe ist in Singapur und dort ist eine Militärmesse gewesen. Und dort ist die ganze Welt ist anwesend und informiert sich hauptsächlich über Drohnen, über moderne
moderne Kriegsmittel. Und dort wird auch kräftig spioniert, überraschenderweise. Und deswegen sind wir an dieses Gespräch gekommen. Wäre es vom Militärgeheimdienst aufgezeichnet worden, ist die Entscheidung, sowas in die Öffentlichkeit zu geben, sehr viel, die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Es ist wahrscheinlich anders aufgezeichnet worden und dann eben auch an der RT gegeben werden. Und jetzt kommt es dazu, diese ersten 5 Minuten, wo darüber geredet wird. Und das können wir uns im Original mal anhören. Ja, aber deshalb habe ich jetzt auch, das ist natürlich das Geile bei so Veranstaltungen, dann triffst du ja Gott in die Welt. Und ich habe diesen Schneider heute getroffen. Das ist ja der Nachfolger von dem Wilsbach und dem schon mal von unserem Plan erzählt. Nein. Und dann muss ich, wann ist jetzt nochmal deine Reise nach Alaska? Showtime wird sein der 19. März. Ich reise am Wochenende an, 19. März, Dienstag bin ich, Montag, Dienstag bin ich schon da. So, ja. Weil du da nochmal vorbei müssen, meinst du, oder was? Ja, ich muss da tatsächlich nochmal hin, wie gesagt, der ist ja erst 2 Wochen im Amt und er wusste gar nicht, wovon ich rede. Und deshalb habe ich gesagt, dann komme ich lieber nochmal vorbei, weil das war ja Oktober, wo wir da dem Wilsbach das alles vorgestellt haben. Ja, wenn du Begleitung brauchst, hast du Bescheid, ne? Yes, yes. hast du eigentlich schon Feedback von deinem Komo? Ist dein Antrag da bei dem schon durchgelaufen, oder? Ich habe schon Flug gebucht, ich habe alles in Tüten, ja. Nee, ich meine wegen der anderen Sache. Meinst du Alaska jetzt? Was? Welche Dienstreise meinst du denn jetzt? Nein, ich meine wegen Simulator. Ach so, ja, das ist halt jetzt raus aus dem Geschwader und P hat halt Meldefrist bis Ende des Monats noch. Ich habe noch überhaupt kein Feedback. Aber rein theoretisch hatte der Komo heute den Auftrag zu melden. Okay. Aber du hast nicht gesehen, was er... Online, ja. Ja, du weißt aber nicht, was er reingeschrieben hat. Kann ich dir besorgen und dir WhatsAppen. Ja, das wäre super. Gehen wir mal darauf rein. Also er sagt also, ja, deshalb habe ich ja jetzt auch das natürlich das Geile bei so einer Veranstaltung, da triffst du ja Gott und die Welt. Und ich habe diesen Schneider heute getroffen. Das ist ja der Nachfolger von dem Wilsbach. Und dem habe ich von unserem Plan erzählt. So, und jetzt ist der Hammer, was die Leute übersehen haben. Wer ist Schneider und wer ist Wilsbach? Mach's mal vielleicht kurz, erzähl uns, was die sind. Ja, also General Schneider ist der Nachfolger von General Wilsbach und zwar als Commander der Pacific Air Force. Vielleicht kannst du ja was darüber erzählen, was das genau für eine Einheit ist. Genau. Und die haben im Oktober zusammengesessen und haben schon diese Pläne, die sie hier in diesem Gespräch über den Angriff der Krimbrücke etc. mit Taurus schon mal gesprochen und haben ihm das vorgestellt. Das war im Oktober 2023. Also 4 Monate her. 4 Monate genau. Her. Und jetzt ist der Punkt, dass wenn er sagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dieses Gespräch zwischen den deutschen Offizieren klingt, als wenn sich eine Runde Börsenmakler unterhält. Es ist halb Englisch. Man weiß eigentlich gar nicht, die reden fast so ein Slang, also wie gegelte Jungs im Sportwagen, die an die Frankfurter Börse fahren, um dort Geschäfte zu machen. Es ist sehr amerikanisiert. Man sieht, wo die Leute ausgebildet worden sind, wo ihre sozusagen, mit wem sie es zu tun haben. Das sind nicht wie Jacques Beau Leute, die im russischen Generalstab ausgebildet worden sind, geschweige denn im Chinesischen oder sonst was, sondern aus der Sprache, aus der ganzen Diktion, wie sie reden, ist klar, dass wir es mit halb amerikanisierten Offizieren zu tun haben. Auf jeden Fall ist das ihre Provenienz. Und sie reden von einem Gespräch mit dem US Air Force, also amerikanische Luftwaffe, Kommandeur der Pazifik-Luftstreitkräfte. Dazu muss man wissen, dass die Amerikaner ja ihren Fokus gelegt haben auf den Pazifik. Der ist in puncto Wirtschaft und militärische Sachen, ist der kommende Konflikt, der kommen wird, ist einer mit China, der irgendwie, es wird sicherlich einen unprovozierten, brutalen Angriffskrieg der Chinesen irgendwie gegen die armen Amerikaner geben, das kennen wir schon.
Also genauso wie der vorbereitet wurde, der Konflikt in der Ukraine, der in alles andere als unprovoziert war. Ich erinnere nur an das konstante Beschießen der Wohngebiete von Andrejewka, was gerade eingenommen wurde, weswegen das so wichtig war aus. Und die Pazifikflotte hat deswegen eine extrem hohe Bedeutung. Und der Mann, der das angeführt hat, ist Wilsbach. Sein Nachfolger ist jetzt Schneider. Das sind beides deutsche Namen, aber es sind amerikanische Generäle, die beide Piloten waren und Pearl Harbor stationiert, also für den Pazifik zuständig sind. Pearl Harbor ist ja, wie wir aus dem Zweiten Weltkrieg wissen, der Standort für die Pazifikflotte der Amerikaner, das Hauptquartier. Und ihre Spezialität geht bis in Weltraumkampfführung rein, alles Mögliche. Also das sind Spezialisten für Kampfeinsätze mit, ja, früher hätte man gesagt, Jagdbombe, also mit Flugzeugen, die Dinge zerstören können. Und jetzt geht das ja im Nachklapp, was wir darüber gehört haben. Was gemacht wird, ist eine Art haltet den Dieb-Technik, dass wir darüber erzählt bekommen, dass wir auf keinen Fall uns da näher darüber Gedanken machen sollten, über was da gesprochen wurde. Das würde ja nur, dass man Putin in die Karten spielt. Also man geht auf die haltet den Dieb-Technik, darüber wird nicht geredet. Aber das Frappierende, was wir beide frappierend finden, ist, dass 4 Monate vorher unterhalten sich diese deutschen Offiziere bereits mit den Amerikanern darüber. Wir erfahren jetzt also, dass Scholz und Pistorius braucht ein Briefing, um was es da eigentlich geht, und er kriegt es 4 Monate, nachdem unsere deutsch-amerikanischen, nenne ich jetzt mal, Offiziere sich unterhalten haben mit ihren amerikanischen Counterparts. Und da ist jetzt die Frage, wer ist eigentlich der Vorgesetzte von wem? Wir haben ja die politische Entscheidung in Deutschland, dass die Taurus-Flugkörper nicht geliefert werden sollen, wegen der Kriegsgefahr für Deutschland, die damit einhergeht. Und wir reden hier in die Möglichkeit eines thermonuklearen Krieges. Das ist nicht trivial, was dahinter steht. Die unterhalten sich mit den Amerikanern, und die Frage ist, ist Pistorius im Auftrag des Kanzlers unterwegs? Sind diese Offiziere im Auftrag des Kanzlers unterwegs oder im Auftrag von Pistorius? Ist das eine Insubordination innerhalb? Also reden die Militärs da, haben die ihre eigene Suppe, die sie kochen, zusammen mit den Amerikanern schon, bevor die deutsche Regierung was davon erfährt? Wie informiert ist eigentlich die deutsche Regierung und hat sie die Kontrolle über ihre Militärs? Das ist die Frage, die sich daraus ergibt. Und auch, man könnte sagen, sozusagen kleine Palastrevolte von Pistorius gegen Scholz. Scholz ist ja informiert. Wir haben die Entscheidung der Legislative und der Regierung, Parlament und Regierung, die gesagt haben, nein. Und eigentlich müsste jetzt ein Skandal losgehen in Deutschland, weil die Militärs sich offenbar über die klare politische Vorgabe, sie sind ja nicht dazu da, politisch zu entscheiden, was man macht mit diesen Waffen, sich hinweggesetzt haben. Und es geht darum, wie ist das eigentlich in dem Verhältnis zu ihren amerikanischen Koalitionspartnern? Also wer regiert eigentlich hier? Das ist das Thema. Und es gibt einen weiteren Vorwurf, der zu machen ist, dass die Regierung kein Interesse hat, das zu besprechen, dass es da eventuell Briefings gibt, was normal wäre. Ja, wie kann man was einsetzen, ist soweit noch in Ordnung. Aber auch, dass die Medien sich in keiner Weise darum kümmern, die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass hier offenbar etwas komplett schief läuft in der Struktur und stattdessen das Geschäft der Regierung betreiben, die kein Interesse hat, ihr merkwürdige politische Verhältnisse in der Öffentlichkeit zu sehen, das ist ein weiteres Versagen. Also im Grunde genommen kann man hier an mehrere Stellen von dem Begriff sprechen, dass es mindestens ein Versagen, vielleicht noch mehr ist, weil die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind zum Beispiel verpflichtet, dem Publikum, nicht der Regierung, sie sollen Staatsfern sein, sie sollen uns darüber informieren, was dort nicht funktioniert, was dort schiefläuft. Und das ist das Thema, was eigentlich bearbeitet werden muss. Vielleicht nochmal weil wir es jetzt gehört haben, nochmal diesen Ausschnitt. Und es gibt dort ja auch noch ein Gespräch, das es sagt, wo die darüber reden, dass fragt er ihn, ist denn dein Antrag schon durchgelaufen? Ich habe den Flug gebucht, haben wir gerade gehört. Meinst du jetzt Alaska oder was? Welchen Dienst meinst du? Ich meine, und jetzt, was heißt es? Du hast verstanden, Cum Alatra. Ich Ja. habe verstanden, Simulacra vielleicht irgendwas. Weiß jemand, um was es dort geht? Weil sie wollen es nicht benennen. Es ist offenbar wichtig. Und die Frage ist auch, was machen denn unsere deutschen Offiziere dann in Alaska?
Also Alaska ist wichtig im Zusammenhang mit dem Konflikt Sowjetunion damals. Elmendorf Air Force Base in Alaska ist einer der wichtigsten Standorte gewesen, die es gab. Ist die Frage, was dort jetzt passiert. Also das ist Er das, sagt was. darauf ja auch, das ist jetzt raus aus dem Geschwader und P hat eine Meldefrist bis Ende des Monats. Das heißt, es muss irgendwas sein, was aus diesem Geschwader rausgenommen wurde. Und ja, da ist die Frage, was? Ja, was rausgenommen? Was bedeutet Genau. dieses rausgenommen? Ist es abgeschickt oder ist es rausgenommen? Was ist P und was Genau. ist diese merkwürdige Sache, Kumalatra, Sulmalatra? Wenn irgendjemand versteht, was dort gesagt wird und darüber das weiß, wäre es schön, wenn wir davon erfahren könnten. Wir geben das jetzt erstmal so raus. Es wird zu finden sein auf Free21. Wird das Gespräch, die Transkription und noch ein Artikel von uns dazu veröffentlicht. Und wir hoffen, dass andere Kollegen im Journalismus sich auch damit beschäftigen werden. Tobias, du kannst noch mal den The floor is yours, wie man bei der Bundeswehr sagen Ja, also es würde. ergeben sich daraus ganz viele Fragen einfach. Ja. Warum macht man hier so ein Gespräch, in dem man ja guckt, wie verkaufen wir unserem Verteidigungsminister Pistorius das Taurus am besten, dass er möglichst nur abnicken muss. So verstehe ich das zumindest. Und man redet aber 4 Monate vorher mit einem US-General. Stellt ihm das vor, um was zu tun, um ein Okay zu holen, um Befehle sich entgegenzunehmen. Warum ist die Frage? Ist das die Aufgabe eines deutschen Offiziers, sich mit dem Kommandeur der Pazifikflotte abzustimmen, bevor er mit dem Ganz Bundeskanzler genau. redet, bevor er mit dem Verteidigungsminister redet? Antwort ganz klar, nein. Ja? Also was zum Teufel ist da los? Was für Strukturen? Mich erinnert das, ich muss immer daran denken, ich habe mich ja mit der Geschichte des Kalten Krieges gründlich beschäftigt und dann ist das Mitte der 50er Jahre. Als Gehlen, als die Organisation Gehlen und Gehlen jede Menge Mist gebaut hat und bei den Amerikanern auch kein hohes Ansehen mehr genießt, weil seine Informationen, die er geliefert hat, weswegen man ihn geholt hat, ich weiß alles über die Sowjets, das war sein Argument, funktioniert nicht, sein Ruf ist ziemlich unten durch wegen einer ganzen Reihe von Fehlern und dann meldet er sich bei seinem Führungsoffizier Critchfield und sagt, für den Fall, dass in Deutschland eine Regierung eine Regierung kommt, die sozialdemokratisch geprägt ist. Sozialdemokraten damals in Bezug auf Wiedervereinigung. Das Thema war ein linkes Thema, die Wiedervereinigung damals, kein konservatives. Die Konservativen wollten ganz eng an die Amerikaner ran und haben sozusagen nichts mit Wiedervereinigung. Falls es dazu gekommen wäre, hat damals Gehlen angeboten, dass er mit Hilfe seiner Gladio-Truppen, also seiner Stay Behind, wie immer die Benennung, die ist nach Land immer unterschiedlich, also der Guerillatruppen, die man aufgebaut hat, die ja bereits geplant hatten, eine ganze Reihe von SPD-Politikern zu ermorden. Das wissen wir gesichert. Ja. Also mit diesen Truppen wollte er putschen. Er wollte, falls die Regierung, Bevölkerung falsch wählt und eine sozialdemokratische Regierung kommt, wollte er im Sinne der Amerikaner putschen. Und das meldet Critchfield in die USA. Sie haben dieselbe Variante in Italien gemacht. In Italien ist die Wahl manipuliert worden von den Amerikanern, weil sie befürchteten, dass die stärkste Partei in Italien, nämlich die Kommunisten, die Macht übernehmen konnten, was natürlich zu verhindern war. Das war unter anderem Alan Dulles, der das gemacht hat. Und Alan Dulles hängt auch mit unserem Freund Gehlen zusammen. Und dort wird der Regime-Change auch in Deutschland vorbereitet für den Fall, das ist nicht eingetreten. Aber diese klebrige Nähe, also das Nichtvertreten von deutschen Interessen, dieser Geheimdienst war dazu da, deutsche Interessen zu vertreten, war in Wirklichkeit das Büro. Er hieß ja früher Gehlen-Org und wurde dann umbenannt in BND, hat nie was anderes gemacht als die amerikanischen Interessen, auch gegen massive deutsche Interessen, auch bei Adenauer. Ich könnte jetzt eine Dreiviertelstunde erzählen darüber. Zu machen. Und ich habe der Geruch, der mir entgegenkommt aus dieser Geschichte, ist ähnlich. Also das heißt, hier wird abgestimmt mit ganz anderen Leuten als der eigenen Regierung, weil Scholz zu zögerlich ist, wie wir ja von unserer Kriegsministerin in Spee, unserer FDP, ich verdränge den Namen tatsächlich jedes Mal. Also ihr wisst, diese Graf Dracula-Darstellerin, ja. Also wie Strack Zimmermann, wie wir es von ihr hören, oder auch von dem CDU Roderich Kiesewetter,
sozusagen der größte Scharfmacher hier in der Koalition ist. Und es ist langsam mal Schluss mit lustig, würde ich sagen. Es sollten sich mal Leute darum kümmern, dass hier etwas Disziplin eingezogen wird in dem Militär und im Verhältnis zwischen Politik und Militär. Und zwar so, wie es in der Verfassung steht. Nicht für irgendwelche Nein, Leute sich das ich habe ausdenken. auch das Gefühl, das Militär dreht hier vollkommen frei. Ja, also die ja, sind außer Kontrolle geraten. Wenn man sich erstmal mit anderen Diensten abspricht, mit anderen von einem befreundeten Land, sage ich mal, dann läuft hier irgendwas ganz schön schief. Dann, Wir ja, sehen auch kommst du. die Befehlskette, wir sehen das Gefälle, wir sehen, das ist alles, tut mir leid, das ist nicht das, was uns erzählt wird, wie es angeblich ist. Ja. Das ist hier eine limitierte Souveränität und entsprechend wird agiert. Und nochmal, wenn ich mir, hört euch das Interview in Gänze an, ihr habt den Eindruck, die Amtssprache ist Englisch in Deutschland im Militär. Also das ist für mich eine Phänomenologie. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass jemand mit englischen Begriffen arbeitet, das tue ich selber auch, ja. Aber wenn ich mir das anhöre, habe ich das Gefühl, die sind knapp noch in der Lage, Deutsch zu reden. Eigentlich reden sie die ganze Zeit amerikanisch. Ne? Ja, genau das Gefühl bekommt man, ja. Okay, dann erstmal so weit von uns. Wir bleiben da dran und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Das sind die ersten 5 Minuten. Tobias hat es gesagt. Ihm ist das aufgefallen. Also er ist sozusagen unsere kapitolinische Gans, unser Wachhund, der angeschlagen hat dabei und das gesagt. Und diese ersten 5 Minuten werden gerne weggelassen, weil erst dann, wenn Gerhards, also der Inspekteur der Luftwaffe, dazukommt, scheint es für die interessant zu sein. Aber für mich ist es der interessanteste Abschnitt neben der Tatsache, dass darüber geredet wird, dass da auch andere Leute mit und ohne Uniform aus dem Westen bereits aktiv sind. Also das ist alles die schiefen Ebene in Richtung eines NATO-Krieges gegen Russland. Und das muss ich nicht erklären. Also wenn Sie gerne Ihre Kinder als verkohlte Leichen beerdigen wollen oder umgekehrt oder niemand da ist, um sie beide zu beerdigen, ist das der richtige Weg nach vorne. Ja, es ist verrückt, dass das Militärs und auch unsere Politiker daran arbeiten, dass wir hier in einem Atomkrieg enden. Wir vernichten uns damit selber. Also von meiner Seite aus fällt keine Bombe nicht in meinem Namen. Ja, genau. Und Ja. bitte nicht auf mich, ja, sozusagen, Genau. wenn Herr Kiesewetter gerne kämpfen möchte, gebt ihm doch endlich eine Waffe und schickt ihn an die Front, ja. Also, Viel not in my Spaß. name, ich schließe mich an. Okay, vielen Dank dann erstmal und tschüss. Tschüss.